Liebe Schwestern und Brüder, das heutige Evangelium ist ein guter Abschnitt, um in die Abfolge des Lukas-Evangeliums wieder hineinzukommen. Jetzt durch die verschiedenen Unterbrechungen nehmen wir diese Lesereihe im Jahreskreis wieder auf und lesen bis zum Ende, bis zum Advent dann wieder das Lukas-Evangelium. Heute eine Episode, die Sie vielleicht irgendwie erinnern, die Auferweckung des Jünglings von Nain. Diese Episode ist deshalb im Evangelium gut, weil sie uns gleich, wenn wir ins Lukas-Evangelium wieder hineinfinden wollen, vor Augen führt, wer Jesus ist und was in ihm steckt. Tote aufzuerwecken, das ist das Privileg dessen, der Leben schafft, der Leben überhaupt ins Dasein ruft, dem wir die Schöpfung verdanken, diese Welt, jedes einzelne Leben, das Privileg Gottes. Wenn Jesus so handelt, dann ist deutlich, wer er ist, für wen er steht, dass das Wort, das er spricht, Leben schafft, damals und heute. Es lohnt sich, noch einmal tiefer in dieses Evangelium hineinzuschauen, denn es gibt hier interessante Beobachtungen. Viele Kommentare fassen sich an dieser Stelle ganz kurz, weil sie das ähnlich machen wie unsere Leseordnung und sagen, naja, der Evangelist will uns erzählen, dass Jesus ein wichtiger Mann ist und deshalb bildet er irgendwie eine Geschichte aus dem Königsbuch nach, Prophet Elia. Das würde jetzt zu weit führen, es wäre ein biblisches Seminar, die Unterschiede aufzuzeigen. Die sind nämlich weit größer als die Berührungspunkte zwischen beiden. Jesus ist nicht einfach hin ein neuer Elia oder dass man mit Hilfe dieser Elia-Geschichte deutlich machen könnte, naja, Jesus kann das auch. Es gibt andere Erzählungen, Apollonius von Tyana, man muss gar nicht in die Bibel schauen, der als Wundertäter gefeiert wird, der Ähnliches tut wie Jesus, aber ganz anders. Wenn wir hineinhören in dieses Evangelium, dann wird hier eine stumme Szene vorgestellt. Wir hören kein Wort. Ein Leichenzug kommt aus einer Stadt heraus. In einer Kiste liegt ein junger Mann, der Sohn einer Mutter, einer Frau, die verwitwet ist. Allenfalls Schluchzen, von Tränen ist die Rede, aber kein Wort. Auch kein Wort aus der Menge, mit der Jesus hier unterwegs ist. Und zwei Züge, Jesus mit seiner Gefolgschaft und der Leichenzug begegnen einander. Stumm. Es gibt keinen Hilferuf, wie noch in der Szene vorher, bei dem Hauptmann, der vor Jesus niederfällt und ihn bittet, sich seines Kindes anzunehmen. Nein, eine stumme Szene. Das Leid von Menschen, wie es jeden Tag unzählige Male geschieht, und Jesus, der mit den Menschen, die ihm nachfolgen, Frauen wie Männern, unterwegs ist. Eine stumme Szene. Aber keine untätige Szene. Eine Szene der Wahrnehmung, liebe Schwestern und Brüder. Jesus sieht mit einem Blick diese Frau, die unfähig ist, durch ihr Weinen, durch ihre Trauer, durch ihren Kummer, durch das, was ihr widerfährt. Sie hat keine Zukunft mehr. Sie hat ihren Mann verloren, jetzt den einzigen Sohn. Das heißt, diese Frau kann sich fast umbringen in der damaligen Zeit. Sie hat kein Auskommen, sie ist gesellschaftlich nicht angesehen. Niemand, der ihr das Brot verdient. Ende. Ende dieser Lebensgeschichte. Nicht nur der Sohn ist tot, auch die Frau, auch die Mutter ist mit dem Tod des Sohnes de facto gestorben. Und sie weiß es. Es gibt keine Fürsorge, es gibt keine Rente. Und oft genug, nicht zuletzt deshalb, spricht das Alte Testament durch den Mund der Propheten so oft davon, dass Gott sieht auf die Witwen und Waisen. Gott muss auf sie sehen, weil sonst eben niemand auf sie sieht. Jesus sieht mit einem Blick, mit wachem Herzen, wachem Verstand das Schicksal dieser Frau und sieht ihre Tränen. Und der Evangelist schreibt es ausdrücklich, Jesus hat Mitleid. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagt, weine nicht.
Das ist zunächst ein starker Satz. Weine nicht in der Situation. Und dann geht Jesus hin und macht auch wieder nicht viele Worte, kein großes Theater. Er fasst die Bahre an, die Kiste, in der die Leiche liegt. Und er sagt ein Wort. Er befiehlt, so wie es nur Gott kann, Egerteti, steh auf. Ein Wort, auf das wir ein ganzes christliches Leben hinleben, liebe Schwestern und Brüder. Es ist das Wort, das wir erhoffen. Und diese Hoffnung, die wird hier genährt in dieser Geschichte. Es ist das Wort, von dem wir fest glauben, dass wir es hören werden, wenn wir in dieser Kiste liegen. Dass Christus dieses Wort über unsere Kiste sprechen wird. Aber nicht so, dass wir wie der Jüngling von Nain irgendwann wieder sterben. Hier wird wie in einer Beispielgeschichte nicht erfunden, sondern es wird deutlich gemacht, was die Absicht Gottes ist. Das Schicksal der Menschen zu sehen, sich nicht zu verabschieden daraus. Die Not der Menschen, die Tränen der Frauen und der Männer zu sehen, der Kinder und zu handeln. Das zeigt uns Jesus heute im Evangelium. Und zum Schluss das entscheidende Wort zu sprechen: Ich befehle dir, steh auf. Wie in einem zusammengefassten Glaubensbekenntnis können wir dieses Evangelium heute hören. Johannes Chrysostomus, der große Kirchenvater, sprach davon, dass es offenbar die Tränen dieser Frau sind, die Jesus rühren. Und er sagt, seit diesem Moment vermögen die Tränen den Himmel zu öffnen. Eine schöne Beobachtung. Und der heilige Ambrosius vertieft das in seiner Auslegung. Er spricht nicht direkt von der Totenerweckung, sondern spricht von den Toten, die wir vor unserem Todesdatum, vor diesem endgültigen Termin, der jeden von uns ereilt. Die Tode, die wir vorher sterben. Und Ambrosius nimmt bewusst eines in den Blick. Die meisten Tode sterben wir dann, wenn wir uns von Gott entfernen. Wir liegen in der Kiste unserer Schuld und können nicht mehr aufstehen. Unsere Sünden vernageln uns wie in einem Sarg. Wir sind als Lebendige schon lange tot, wenn wir die Verbindung zu Gott verlieren. Und so finden wir uns in dieser Geschichte des Evangeliums als Kirche, als gläubige Christen in zweifacher Weise wieder. Einmal in der Nachahmung Jesu. Als Kirche haben wir dort zu sein, wo die Menschen Not leiden. Wo ihnen dieses Schicksal dieser Frau widerfährt, wo niemand mehr hilft, niemand mehr rechts und links steht. Jesus sieht es. Er hat Mitleid mit dieser Frau und hilft. Und Ambrosius betont das Zweite. In dieser Mutter, die um ihr Kind weint, sieht Ambrosius die Kirche. Die Kirche weint um jeden und will ihn zurückhaben, der sich in der Kiste seiner Schuld vernagelt hat, der dort schon gestorben ist und nicht herausfindet. Die Kirche weint um ihre Kinder, die verloren gehen. Die Menschen, auch in dieser Stadt, an diesem Ort, sind nicht einfach egal. Kommen halt nicht mehr, haben keine Lust mehr. Wie oft reden wir so? Das ist nicht die Stimme der Kirche, die da spricht. Das ist die Stimme der Gleichgültigkeit, der Vernachlässigung, nicht der Sorge. Die Mutter des Jünglings von Nain, so sagt Ambrosius, ist die Kirche, die um jedes einzelne Kind weint, das verloren geht, das wegbleibt, das sich stumm oder manchmal lautstark verabschiedet, das nicht mehr will, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Ambrosius zeigt eine Spur, eine wichtige, aber die ist keineswegs erschöpfend. Und deshalb, liebe Schwestern und Brüder, lernen wir auch aus diesem Evangelium nicht nur, wer Jesus selber ist und was in ihm steckt, sondern wir lernen auch unsere Aufgabe als Kirche, den Blick Jesu, dass wir uns diesen Blick aneignen. Not nicht zu übersehen, zu überspielen, wortreich zu verschönern, manchmal auch fromm, sondern zu sehen,
genau wahrzunehmen, auf die Tränen zu achten und Mitleid zu empfinden. Nicht als irgendwie ein Gefühl von einer unverbindlichen Anteilnahme, sondern als Impuls des Handelns. Jesus hatte Mitleid mit dieser Frau, geht zu ihr und sagt, weine nicht. Und dann fasst er an diese Kiste, in der der Leichnam liegt, und es ereignet sich Leben. Ambrosius deutet darauf hin, dass es ist wie bei den Sakramenten. Nicht nur das Wort, wie wir es gleich bei der Eucharistie hören, sondern auch das Zeichen, die konkrete Handlung. Bei den Sakramenten ist es immer beides. Die konkrete Erfahrbarkeit in der Eucharistie im Brot und Wein, in der Taufe im Wasser, immer mit der Handauflegung, bei den Weihen, bei dem Sakrament der Vergebung und das Wort, das dazukommt. So ereignet sich bis heute in den kleinen Portionen, wenn wir so wollen, Heil und Leben, wie damals. Und in der Mutter zu sehen, dass wir als Kirche weinen müssen, trauern müssen um die verlorenen Kinder. Jeden Tag bleiben sie weg. Jetzt durch die ganze, alles was aufgerührt ist in den letzten Monaten, immer mehr. Die Zahlen sind erschreckend. Und die Folgen sehen wir nicht zuletzt in den Sparplänen, die diese Woche vorgelegt wurden, vergangene Woche. Liebe Schwestern und Brüder, alles das, was wir heute aus dem Evangelium lernen, kostet kein Geld. Ist doch spannend. Es kostet kein Geld, aber es kostet Energie. Es kostet Präsenz. Es kostet Wachsamkeit. Und es kostet unseren Willen, zu sehen, wahrzunehmen, hinzuschauen wie Jesus selber. Und so zu handeln, wenigstens zu trauern wie diese Mutter um die Kinder, die wegbleiben. Wer steht dort? Wer weint? Wer handelt, wenn die Kirche sich immer mehr aus den Lebensbereichen der Menschen zurückzieht? Wer, liebe Schwestern und Brüder, wenn nicht wir?